Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risen 3 Titanfalls. Bei meiner Art und Weise zu spielen vermutlich Spiellänge 500 Stunden. Das ist hier, ich habe erstmal gespeichert. Gut, dass ich das noch wusste. Das sind nämlich diese Fallen, die kannte ich doch eigentlich auch aus Risen 2. Und das Problem bei der Sache ist, wenn man da sich in Lahmarschigkeit suhlen sollte und nicht schnell genug Kreis drückt. Zumindest habe ich hier Kreis gedrückt, das war aber das Richtige. Dann ist das Ende. Speicherstand laden. Die sind instant dead, diese Fallen. Zumindest kenne ich das so. Wenn man davon getroffen wird, von so einer Falle, dann ist er sofort vorbei. Das zeigt mir aber auch wiederum, dass ich hier noch nicht gewesen bin. Sind das etwa die magischen Kristalle, die ich einsammeln soll? Ist das hier in der Nähe von einem Wasserfall? Das Problem ist nämlich auch, ich sehe diese Fallen auch so schlecht. Obwohl, die konnte man ja eigentlich sehen. Hallo. Ich muss schon wieder. Ich hätte das nicht so einfach. Ich muss schon wieder Proviant nehmen. Kämpf endlich! Ein Affenfleisch ist wohl nicht so genießbar. Deswegen kann ich. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Ich glaube, das ist schlimmer. Das finde ich schlimmer. Wie, als wenn er rausrücken würde mit der Sprache. Dieses ständige, ach schon gut, das kann warten. Das ist viel schlimmer als wenn er Scheiße labern würde. Um es beinahe mal so auf den Punkt zu bringen. Das Schlimme ist nämlich an der Sache, man weiß ja nicht, wo man dran ist. Deswegen würde mich, das ist der Grund, aus dem ich das viel mehr nerven würde. Das ist, als wenn man irgendwo auf, stellt euch vor, bei euch auf der Arbeit wird einer rumlaufen, der wird ständig sagen, auch nichts, das kann warten. Das wird einem von so auf den Sack gehen. Ja, das ist schon nicht immer normal. Besten noch mit im Hochbetrieb, ihr seid voll im Stress. Und der Typ kommt immer um die Ecke, auch nichts, das kann warten. Kein Wunder, dass die Piraten den rausgeschmissen haben. Warte mal, hier ist Wasser. Ach, das ist nur einer von den Eingeborenen. Ah, Wasserfall, Wasserfall, Wasserfall. Ach, verdammte Axt, da war ich schon tausendmal. Das kann doch nicht sein. Am Wasserfall sollte doch was sein. Da sollten doch diese... Oder ich habe diese Kristalle dadurch schon eingesammelt. Warte, warte. Ach ja, der Stein. Ich frage mich, warum ich den... Wie kommen wir in das verbotene Tal? Ja, das ist das Problem. Wir müssen durch das große Tor im Südwesten von Kila. Dieser übel gelaunte Eingeborene, der davor steht, lässt aber nur diejenigen rein, die er als würdig erachtet. Am besten du machst, was er dir sagt, sonst kommen wir da nie rein. Das hätte ich mir alle selber sagen können. Okay, eigentlich habe ich den auch nur aus Versehen angequatscht. Die Rede war doch davon, in der Nähe des Wasserfalls wären... Wobei ich mich peinlicherweise zugeben muss, dass ich mich an diesen Wasserfall nicht mehr erinnern konnte. Der jagt Fische hier. Vermutlich sehr geschickt, da er das mit einem Speer macht. Da habe ich mir auch sehr viel Übung für, so Fische zu fangen.
Obwohl ich keinen einzigen Fisch sehe, war wahrscheinlich einfach nur hier nicht drin. Okay, dann könnte es auch sein, dass ich hier hoch muss. Wieso habe ich nicht eigentlich ein Stück Wasser genommen, wenn ich sowieso schon da war? Um meine Energie wieder aufzutanken. Ja, die Bowski, sie machen die spannendsten Let's Plays der Welt. Jo, das ehrt mich aber. Für die Stelle, die sie da gespielt haben, für die habe ich beim Zocken 5 Minuten gebraucht. Ja, das ist eben, ich genieße jede Sekunde, die ich hier zocke. Das müsste sie doch verstehen. Ach man, dann geh doch lahmarschig. Trink einen Schluck aus diesem verseuchten Fass hier. Ah, da kann ich ja zwischendurch auch mal das ganze Zeug hier abbraten, was ich da hatte. Warte mal. Ah, ne. Tierfreund. Trophäe, Tierfreund. Ist der Weiner so sarkastisch wie ich? Okay, ich muss durch den Baumstamm durch. Tierfreund. Was war das? Jadestein. Jadestein in meiner Hand. Bring mich in ein fernes Land. Einzige Tabaluga-CD, die ich habe. Tabaluga und fällt mir jetzt nicht ein. Da müsste ich erstmal nachgucken, wo ich die ganzen CDs liegen habe und dann die Tabaluga-CD da raussuchen. Peter Maffay. Ich finde das schön, dass der das gemacht hat, diese Tabaluga-CDs. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Vor lauter Getratsche weiß ich gar nicht mehr, wo ich lang muss. Oh Mann. Wollte ich nicht gerade irgendwo hochgehen? Und dann habe ich mir gedacht, dann gehst du ja doch wieder zurück dahin. Ah ja, hier. Boah, da sieht man, was für einen miesen Orientierungssinn ich habe. Was die Konsolen heutzutage ja wirklich sehr schön können, das ist so Felsenformationen und sowas. Das ist wirklich, also das wäre, sieht wirklich aus wie ein Felsen. Das heißt, das ist nicht nur eine glatte Fläche. Oh, und schon, kaum lobe ich das Spiel, schon mal sehen wir den ersten Grafikfehler. Wir haben nichts gesehen. Dann war es das doch mit den Jadesteinen. Ich soll ja einen großen Jadestein finden. Die meinte doch was mit ein Wasserfall. Warum so still? Mandarus Blick prüft dich. Er verrät, was Mandaru über dich wissen muss. Und was hat er dir verraten? Du bist keiner der Menschen vom Strand. Nein, du suchst etwas. Und auf deinen Schultern lastet eine lange Reise. Okay, den Trick musst du mir erklären. Da gibt es nichts zu erklären. Hast du noch nie dein eigenes Spiegelbild im Wasser gesehen? Sieh es dir genau an. Es erzählt dir viele Dinge, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. In deinem Blick sehe ich die Suche, während der Stoff an deinem Körper dein Sein erklärt. Wir Tufas lernen, dass innere Ruhe und Beobachtung der Schlüssel zur Weisheit sind. Für mich wäre das nichts. Dieses Weib ist wie alle Weiber. Nur unseren Männern ist es gestattet, die Aufgaben eines Tufas zu übernehmen. Typisch. Ja, aber nicht so schöne Argumente wie die. Meine Güte, da bestimmt schon. Ja, Doppel-D. Irgendwie sowas in der. Oder Triple-D oder sowas. Warum teilt ihr mit den Piraten das Wasser nicht? Du erwartest von uns, dass wir mit ihnen etwas teilen, das das Leben spendet. Aber das Einzige, was sie mit uns teilen würden, ist der Tod. Ono, solange wir niemandem trauen können, wird Asali den Zugang zur Quelle verweigern. Warum kannst du unsere Sprache so gut?
Mandaro ist vielen Reisenden begegnet und hat das Wort der Freundschaft mit den Menschen gesucht. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Menschen am Strand sind uneins. Ich sehe Zwietracht. Ich sehe, dass Worte Zeit verschwenden. Ich sehe, dass nichts ist, wie es war. Aha. Ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Jo. Dir fehlt der Blick des Jägers. Selbst das kleinste Tier wird sich wehren, wenn es sich bedroht fühlt. Wir Kila mögen ihnen überlegen sein, doch wir werden dennoch Schmerzen davontragen. So wie Mandaro es sieht, wird Gaia bald mit Blut getränkt werden, wenn nicht etwas passiert. Will ich das? Nö. So, eigentlich hat er ja recht. Früher die Spanier, die haben sich von den, die haben sich aus den toten Klauen der Einheimischen, das Gold rausgeholt. Weil die Penner so hinter dem Gold her waren. Und da die Frage ist, was willst du mit diesem scheiß Gold? Wenn ich schon überlegt, dass der mit Schmuck gemacht wird. Der einzige logische Sinn wäre für mich eigentlich in Computern. Oder irgendwas, was einen Sinn ergibt. Aber nicht sich dämlichen Schmuck davon formen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Geh mal lieber wieder zurück zu der Alten und guck nach. Oh, Passe nicht gesehen und Gedöns. Wo sind meine... Das Logbuch. Neue Verbündete, öffne das große Tor. Ach, dann habe ich aber nur das markiert. Okay. Reich der Schatten. Legendäre Gegenstände. Orte. Ach, da war doch noch ein Teleporter, den ich noch nicht habe. Ich dachte, ich habe schon alle Teleporter. Ach, da ist noch ein Teleporter, den ich nicht habe. Okay. Deswegen habe ich ja diese Trophäe nicht bekommen. Habe ich erst zwei Teleporter aktiviert? Ich war der Meinung, ich hätte drei aktiviert. Ach, einer war bei dem Hafen, wo ich den aktiviert habe. Antigua. Ach, Nachricht von Wilson. Kila ist das hier. Das heißt, immer einen Reißverschluss, den man zumacht. So, ich verabschiede mich mal wieder für dieses Video. Das ist, ich finde das schade, dass sie das so limitiert haben auf diese Länge von diesen paar Minuten. Aber was willst du machen? Kannst du machen? Nichts, musst du gucken zu. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Mal geht er mir. Ich glaube, der geht mir absichtlich auf den Sack. Es gibt gar keinen Schatz. Und der geht mir absichtlich auf den Sack, damit ich den die scheiß 1000 Gold zahle. Da kann mich aber am Arsch lecken. Tschüss, bis zum nächsten Mal und spielt, was ihr wollt.